Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und es gibt mal wieder was komplett anderes als sonst. Es gibt kein Gaming-Video, weil einfach das Wetter zu gut ist. Und da dachte ich mir, ich setze mich jetzt nicht vor meinen PC und drehe ein Gaming-Video. Das Wetter wird ja jetzt wieder besser, die Sonne scheint und es wird Sommer. Und im Sommer habe ich auch andere Dinge vor, nämlich zum Beispiel Longboard fahren. So, aber fürs Longboard fahren müssen meine Longboards echt mal wieder aufgefrischt werden. Und wenn ihr euch jetzt fragt, über welche Longboards redet ihr überhaupt, weil ihr habt mich noch nie Longboard fahren gesehen, beziehungsweise ihr habt noch nie meine Longboards gesehen, dann habe ich jetzt einmal einen kurzen Einschnitt für euch. Und da erkläre ich euch kurz mal meine Longboards allgemein. Und da gilt es jetzt, diese zu waschen und mal wieder richtig auf Vordermann zu bringen und euch die auch mal ein bisschen so vorzustellen. Deswegen würde ich sagen, einfach Film ab. Da wäre zum einen das Board, was ihr bereits im Hintergrund seht, mein Long Island Shark Longboard. Das ist ein richtiges Longboard mit 98,6 cm Länge, das heißt einen guten Meter lang. Aber nicht zu groß, das ist relativ schön zu fahren. 7 Lagen Ahorn, das heißt, es hat einen guten Flex. Man kann viel mitmachen. Ist echt ein mega gutes Board, um einfach auch längere Strecken zu fahren. Und zum anderen hier mein Cruising Board. Das ist natürlich, wie der Name schon sagt, ist ein Cruising Board, ist kein richtiges Longboard. Ist ein bisschen kleiner, ist nur 76,2 cm lang. Und ein Landyachts Tugboat in der Variante Bigfoot. Ist ein echt cooles Cruisingboard, hat ein längeres Kicktail als ein Longboard, also man kann Tricks damit machen und optimal einfach, um alltägliche Sachen in der Stadt zu erledigen, weil es halt auch nicht so schwer ist. So Leute, dann fangen wir einfach mal an. Wir fangen an mit dem Long Island Longboard, was ich euch eben gezeigt habe. Und was will ich zuerst machen, denn ich will die grundlegend auch einmal pflegen. Zuerst will ich einmal die Rollen abmontieren, abschrauben und die Kugellager ein bisschen ölen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie halt so ein Longboard aufgebaut ist. Also hier hat man dann halt die Rollen und die kann man halt auch abschrauben. Da in der Mitte logischerweise. Und das werde ich jetzt einfach mal machen, ganz kurz. So, dann haben wir hier die Rolle mit der kleinen Mutter drin und darunter ist das Kugellager, wo ich da ran will, weil ich das einmal ölen will und einmal reinigen will. Und dann habe ich mir hier so einen Schraubendreher rausgesucht und damit schraube ich das Ganze dann einmal auf. So, brauche ich hier ein paar Umdrehungen, das kann ich schön flüssig hier durchdrehen, das passt so. Zack, zack. Dann haben wir es gleich geschafft, noch ein, zwei Mal. Bam, bam. Und da kommt die Mutter raus. So. Das kann ich mit dem Finger machen, da ist die Mutter. Zack, weg damit. Dann nehmen wir die Rolle ab. So, dann sieht man jetzt hier wunderschön die Achse. Die reinige ich jetzt einmal und dann öle ich die. Und dann wende ich mich hier an die Rolle. Da sieht man hier das Kugellager drin. Das wird dann auch einmal geölt. Und die Rolle mache ich auch einmal sauber, weil ich es kann. Und für das benutzen wir jetzt erstmal das schöne Tuch hier. Damit hätten wir dann das große Long Island Longboard fertig, was jetzt da hinten schon fertig liegt. Kann ich euch gleich noch einmal das Endresultat zeigen. Und nun machen wir uns an das kleinere hier. Da überspringe ich aber den größten Teil und zeige euch nur einmal die Rollen, die ich hier aber nicht abmontieren werde. Dann werde ich einfach hier einen Rostlöser mal nehmen und
da oben einfach mal so ein bisschen reinsprühen. Das machen wir jetzt einfach mal. Halt die Kamera genug weit weg, damit da nichts drauf kommt. So, dann einmal kurz einrollen. Die Rollen von dem Ding, die sind schon echt ziemlich am Arsch. Gut, das hätten wir. Dann von der anderen Seite muss das jetzt natürlich auch erledigt werden. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. So, jetzt habe ich aber die View. Zack, und dann rollen wir es wieder ein. So. Das große hat noch bessere Rollen, meiner Meinung nach. Und vor allem bessere Kugellager. Zack, einrollen. Wobei diese eine Rolle, ne, da habe ich mich schon am Anfang immer gefragt, was mit dem Kugellager los ist. Müsst ihr euch die mal anhören? Richtig laut und dann die, wo man einfach gar nichts hört. Naja. So. Dann auch das jetzt mal von der anderen Seite hier. Zack, perfekt. Und dann gehen wir an die Hinterrollen. Oben. Ups, da bin ich dran gekommen, das wollte ich nicht. Okay, sehr schön. Und von unten wird das hier natürlich auch gemacht. Zack. Und das gleiche oben. Rein. Umdrehen. Und von unten. Zack. So, damit hätten wir das. Dann haben wir das jetzt hier nur noch ganz kurz geputzt. Einmal die schöne Seite hier. Dafür nehmen wir hier natürlich das Tüchlein. Zack. Und los geht's. Das finde ich hier besonders geil bei dem Board, diese Holzoptik. Finde ich übel geil, allgemein an Boards. Das ist halt mehr so ein Cruiser-Longboard. Also es ist eine Mischung aus Longboard und Skateboard. Es ist halt ein Cruising-Board, das ist anders als beim Skateboard, die Rollen sind breiter auseinander. Das heißt, es ist leichter, längere Strecken zu fahren, weil man nicht so viel Wert halt die ganze Zeit aufs Gleichgewicht halten legen muss. Aber es hat trotzdem hinten dieses Kicktail, womit man halt dann auch Ollies und so weiter machen kann. So, nochmal. Zack. Und hier drunter sauber machen, dann hier vorne. Und hier hinten muss es noch. Na, da ist irgendein Fleck drauf. Scheiße. Das schöne Holz, Leute. Naja, passiert. Hier hinten jetzt noch einmal. Und dann ist das auch schon wieder sauber. Damit habe ich wieder zwei geile neue, also schöne, saubere Boards. Und ja.